ein ganz liebes Hallo zu euch allen. Es ist im Laufe der letzten Jahre eine liebgewordene Tradition geworden, mich kurz vor Weihnachten via MP3 persönlich bei euch zu melden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich natürlich auch, so wie es sich gehört, in diesem Jahr wieder Dankeschön sagen möchte. Dankeschön für eine tolle Zusammenarbeit mit vielen Künstlern, Promotern, Plattenfirmen und vielen, vielen Heinzelweibchen und Männchen im Hintergrund. Ich bin sehr dankbar, dass ich auch in diesem Jahr wieder auf euch zählen durfte. Und so wie es sich gehört, möchte ich euch auch in diesem Jahr wieder ganz herzlich einladen, an Heiligabend ein Teil unserer Radiofamilie zu sein. Denn ab 20 Uhr werde ich unter www.radio-ffr.de so wie jedes Jahr mein Weihnachtsrendezvous präsentieren. Eine Sendung, die den Ursprung hatte, dass ich irgendwann gemerkt habe, es gibt so viele Menschen, die alleine sind und die sich dann in einer Radiofamilie eingebettet fühlen können, um nicht mehr alleine zu sein. Und mittlerweile hören sehr, sehr viele Menschen diese Sendung, egal ob alleine oder in Familie. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder ganz viele Highlights zu bieten. Und das absolute Highlight gibt's so wie jedes Jahr ab 22 Uhr, wenn meine Frau Angela Lühne das Weihnachtsevangelium liest. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Und wenn wir ein bisschen nach vorne blicken, das Jahr 2019 steht vor der Tür und ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Dass wir weiterhin rege zusammenarbeiten und ich viele eurer Produktionen präsentieren darf. Am Ende bleibt mir jetzt nur noch eines übrig. Ich wünsche euch aus tiefstem Herzen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachten 2018 und für das Jahr 2019 wünsche ich euch neben all den Erfolg, den ihr euch verdient habt, in erster Linie ganz viel Gesundheit. Danke nochmal, euer dankbarer Fred. Servus und ciao.